Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2 der zweiten Staffel. Hier sitzt unsere fleißige Melissa und näht noch eine wunderschöne, benutzerdefinierte Teenie-Klamotte für Mädels, für weibliche Teenager. Ja, haben wir ausgesucht. Ich hoffe, das wird gut aussehen und ja. Volker liegt nach einem wunderbar anstrengenden Arbeitstag im Laden, im Bett. Er hat den Verkaufstalentorden, den goldenen, bekommen, kann jetzt also auch betören und alles und ist einfach nur fix und fertig. Unsere liebe Serva hat den ganzen Tag die Kunden abkassiert. Ach so. Und wollte eigentlich gerade ihren Schatzi auf der Schaukel anschubsen, der wohl mittlerweile von der Schaukel wieder runter ist. Und sich lieber dafür an das Teleskop gestellt hat. Und deswegen kam am Ende des letzten Parts wohl auch die Info, dass er sich jetzt für Wissenschaft interessiert. Also ehrlich, Servo, hör auf damit, wir kriegen Ärger mit den Nachbarn. Hör jetzt bitte auf, das geht so nicht. Eieieiei. Geh und stupst deine Frau an, da freut die sich drüber, wenn du ihr ein bisschen beim Schaukeln hilfst. Weil eigentlich war ja umgekehrt geplant, aber ja, wie man sieht, ne? Aber Serva braucht auf jeden Fall ein bisschen Spaß und ich hoffe, das hilft dann. Genau, so muss das sein. Ach, guck doch mal, wie schön im Grünen. Hey! Und nichts will er. Jawohl! Und da ist die benutzerdefinierte Kleidung fertig. Teenie-Kleid von Melissa Bergstein. Jawohl! Das Meisterwerk. Oh. Wird in Melissas Inventar abgelegt. Ja, gut. Okay, ich hatte ja aber auch noch was vor mit Melissa. Also Servo geht's gerade ganz gut. Melissa könnte vielleicht mal was zu essen gebrauchen. Melissa möchte aber schnell noch das hier auffüllen, bitte. Ach, der Teddybär ist auch schon wieder weg. Gut, dann füll mal nichts auf. Ist okay. Dann komm du doch mal her und rede mal kurz mit Servo. Das wäre mir jetzt mal ganz wichtig, weil sonst vergesse ich das, sonst kommen wir da wieder nicht dazu. Serva, du kannst ruhig weiterschaukeln. Das darfst du, das ist in Ordnung. Auch wenn dich Servo mal zwischenzeitlich anstupst, das ist auch schön. Du kannst machen und tun, was du möchtest. Okay, Servo, ja. Nein, Servo, bleibst du mal bitte da. Melissa will mit dir reden. Ah. Wo ist Melissa? Da ist sie. Gut, Servo, bitte einmal kurz von der Schaukel runter. Sonst kann ja Melissa nicht mit dir reden. Reden, Tratsch, da. Und mal unterhalten. Insider-Witzchen kannst du machen. Ach Gott, jetzt will sie Servo auch wieder in normalen Sinn zurückverwandeln. Nee, nee, nee. Das machen wir nicht. Aber wir müssen was anderes machen. Wir könnten ja auch mal was zusammen spielen. Wie wäre es denn mal mit Foodback? Hast du Lust? Es ist ein wunderschöner Herbsttag. Ja, da steht eine Schaukel im Weg. Ich weiß. Dreh dich doch einfach um. Oder geht hinten rum. Wie auch immer, ja. Wenn Servo jetzt nicht weggeht. Servo. Servo, wo gehst du hin? Komm gefälligst wieder hier. Halt. Oh, nee. Das musste jetzt natürlich wieder sein. Dauert einen Moment. Einen Moment. Gleich geht's weiter. Bin mal wieder rausgeschmissen worden. Ja, ja. Immer diese Virenprogramme, die einen mal kurzfristig, damit man was bestätigen kann, aus dem Spiel rauskicken. Jetzt muss ich wieder warten, bis das Spielbildschirm geladen ist. Oh. Ist für euch natürlich jetzt auch gerade nicht sonderlich spannend, aber ja, so ist das manchmal im Leben. Nur weil Servo jetzt wegrennen musste, Mensch. Er macht mich ganz verrückt. So, Servo, komm mal bitte wieder hier hin. Hier hingehen. So. Nee, Moment, teleportier dich, ist noch besser. Du kannst dich doch da. Hier, teleportier dich da direkt mal wieder hin. Das geht doch nicht. Immer rennen mir die Leute hier weg. Also ehrlich, hier. Dann rede nochmal mit ihm. So, lass das mit dem Spielen sein. Mann, ich habe wichtige Dinge mit dir zu bereden. Du machst mich ganz kirre. So, und bevor du mir wieder irgendeinen Mist machst, kurze Pause. Ich muss jetzt, gucken. Unterhalten, nee, umarmen, wertschätzen, unterhalten.
Zauber wirken Drachenlegende erzählen Geschenke im Weitergeben. Genau, an ihn möchte ich die Gespürvorteile weitergeben. Ach, mehr ist es dann gar nicht. Gut. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig, mein Guter. Du weißt, wir haben einen Laden und irgendwann bin ich vielleicht nicht mehr. Und irgendwer muss sich um den Laden kümmern. Also habe ich mir überlegt, ich sag dir, wie das funktioniert und du nimmst das jetzt alles in dich auf. Du bist bestimmt ein guter Geschäftsführer. Kannst das später auch gern an die Kinder weitergeben. Schauen wir mal, ne? Aber jetzt musst du es halt erstmal kriegen. Die Kinder sind in der Uni, denen kann ich es gerade nicht verklickern. Außerdem haben die erstmal andere Wünsche. Und jeder soll machen, wozu er Lust hat. Also, aber das Geschäft aufgeben wäre auch gut, ne? Ja, du musst also auf alles achten. Auf die Zeit, auf Kundenwünsche, auf Bedürfnisse, auf alles, ne? Also bitte, mach das ordentlich, mein Bruder. Ja, das sieht gut aus. Sie muss noch lange palabern, aber gut. So, du bist ein bisschen ausgeschlafen, ja, das ist gut. Dann komm du doch mal her und geh mal bitte benutzen. Und ja, von mir aus kannst du auch noch mal ein Bad nehmen. So, was macht Serva schon wieder? Serva räumt den Müll weg, okay. Und Serva sollte dann eigentlich auch sich um ihre neuen Sachen kümmern. Ja, sie möchte auch noch techtelmechteln, das ist ja alles kein Ding. Aber Serva kommt jetzt bitte erstmal hier hoch, liest ein Buch. Dass ich das nicht immer wieder vergesse. Und wir brauchen ganz viele Tränke. Beziehungsweise, nee, eigentlich müsste sie erstmal Reagenzien herstellen, damit sie auch was zaubern kann. Das bedeutet, du fängst mit den Drachenschuppen an, machst eine Essenz des Lichts, holst dir ein paar Molchaugen zusammen, dann mystischen Staub, dann brauchst du noch kristalline Mondstrahlen und zum guter Letzt Schlangenessenz. Da hast du was zu tun. Ne, weil Melissa deinem Mann gerade alles verklickert, also deinem zukünftigen Mann. Noch seid ihr ja auch nicht verheiratet. Gott, hat er eigentlich gegossen? Ich glaube, wir haben die Pflanzen diesmal gar nicht angegossen. Ach, egal. Ja, wir haben ja auch, glaube ich, einen Sprinkler, ne? Irgendwie haben wir da was. Oh Mann, Leute, ich hätte so gern Servo noch zum Pflanzensinn gemacht. Aber ja. Na gut, aber das sieht ordentlich aus. Also das dauert wahrscheinlich auch wieder noch ewig, keine Ahnung. Aber ja, sieht interessant aus, was die da machen. Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht stören, während du in die Badewanne steigst. Ja, sie ist da, wo sie hingehört und kredenzt ihre Reagenzien. Jawohl, und das hat sogar hingepasst. Also ihr seht, drei Arbeitsplätze für Hexen und Zauberer haben hier ihren Platz gefunden. Das ist echt der Hammer. Ja. Kann sie eigentlich mit den anderen Sachen... Ah, nee, da könnte sie nur untersuchen. Und ihre hätte sie... Ach, nee, die von Melissa hätte sie benutzen können, weil sie den gleichen Weg einschlägt. Also hätten wir ihr gar nicht hinstellen müssen. Interessant, interessant. Okay. Nein, und du gehst nicht zwischendurch irgendwelche Sachen machen. Du kümmerst dich jetzt bitte um deine Reagenzien. Außerdem kommst du da oben eh nicht raus. Edge. Insofern hast du da einen Vorteil. Ach, wie nett. Mann, oh Mann, oh Mann. Mensch, beeil dich mal ein bisschen mit dem Rüberschieben, weil du musst dringend auf Toilette, du hast Hunger und überhaupt und tralala. Und eigentlich dachte ich, wir könnten auch noch mal was anderes machen an dem Tag. Oh Gott, ich höre eine Eule. Huhu machen. Aber ist das nicht toll? Also ich muss sagen, mir gefällt diese Familie so, so gut. Ich bin so begeistert von dem. Also von der zweiten Staffel wirklich. Das hat sich so super genial entwickelt. Und ich sehe da einen Tai Chi machen. Hallo Volker. Das habe ich dir aber nicht erlaubt. Du möchtest über Hobbys reden. Du willst schon wieder nähen und über Kunst blocken und töpfern. Weißt du, was du mal machen kannst, Junge? Aufhören mit Tai Chi. Und auf jeden Fall mal den Dings anrufen. Hier, den einen Sim. Oder auch zwei oder drei. Ich meine, wie viel Uhr haben wir denn? Naja, gut, 21. Ja, komm, zwei kannst du bestimmt anrufen. Das ist doch... Mach mal. Ne? Besser als immer Tai Chi zu machen. So, oh, und Melissa ist ganz heiß. Guck du mal. Nicht, dass du mir gleich überhitzt, meine Süße.
Kann man das auch einfach mal abbrechen und später weitermachen? Oh Gott, das dauert aber auch ewigst hier. Ja, lass mal gucken. Wo haben wir denn den Herrn, den ich gerade suche? Da. Da ist er. Gucke mal, den rufst du jetzt bitte an und plauderst mal mit ihm. Ja. Und ich glaube, Melissa muss jetzt wirklich mal aufhören. Ich weiß nicht, wie lange das dauert hier, aber es dauert halt. Können wir vielleicht später weitermachen? Melissa muss jetzt erstmal rein. Melissa hat Durst. Oh, da steht da Essen? Ach Gott, nee, was ist das denn alles? Nimm dir hier mal einen Teller, der sieht noch ganz gut aus, der Hummer. Und Servo, du kommst mal bitte her und abspülen das da. Nee, das geht ja mal gar nicht. Was hast du denn da gemacht, Junge? Ach, ist ja alles so grauselig. So. Gut, okay. Mit dem hast du telefoniert, der ist aber immer noch kein. War das der? Nee, das ist ein anderer. Achso, Moment, stopp. Ich lande immer da hinten. Ah, jetzt ist er wieder Freund. Sehr schön. Du könntest auch mal Samuel anrufen. Guck mal, mit dem hast du auch schon ewig nicht mehr gesprochen. Das war einmal kurz, als wir eine Challenge gespielt haben. Ne? Und seitdem habt ihr kaum noch was voneinander gehört. Obwohl doch, letztens zur Party war er auch da. So, du machst Ordnung und, ach, guck du mal, da hat er ja sogar schon serviert gehabt. Was ist das denn? Lebt das hier noch? Oh, Lachs. Ach komm, dann ess doch auch mal was. Ist doch auch ganz lieb. Und sie hat noch zu tun. Ja gut, okay. Weißt du was? Dann gehst du auch was essen, wenn du da telefoniert hast. Und dann lassen wir es uns einfach mal gut gehen. Ja. Muss ja auch mal sein, ne? Man kann nicht den ganzen Tag nur arbeiten. Und den nächsten Tag lassen wir auf jeden Fall den Laden zu. Ja, weil der nächste Tag ist ein Sonntag und da wollen wir den Laden zulassen. Mal so, ne? Damit wir auch wieder ein paar andere Dinge tun können, was wir schon ewig nicht mehr gemacht haben. Mal wieder ein bisschen unterwegs sein und so weiter und so fort. Wie alt seid ihr denn jetzt eigentlich? Wo habe ich euch denn angehalten? Ah, mit 60. Okay. Ja, 60 ist ein ordentliches Alter. Ja, das ist. Ach nee, die haben doch alle das Gleiche zu essen. Ja, wie schön, wenn man da sitzt und sich ein bisschen unterhalten kann. So. Oh, du musst aber ganz dringend auf Toilette, Madame. Ganz dringend. Geh mal bitte hier benutzen und anschließend noch Hände waschen. Ja, dann müssen wir mal gucken, was du dann noch mit deinem Mann vielleicht Schönes machen kannst. Könnte ja auch mal wieder irgendwas Schönes machen. Ich hätte hier so gern noch mal einen Wolf. Verdamm ich noch mal, ey. Das wäre schon fein. Vielleicht könntet ihr zwei ja auch mal wieder zusammen einen Film anschauen oder so. Weil das, was ich vorhabe, das würde ich gerne tagsüber machen. Und nicht unbedingt abends. Ja, du könntest. Ja, wenn ihr da fertig seid, ja, räum du mal auf, genau. Und du könntest dann mal, ja, vielleicht einen Film ansehen. Wie wäre es denn mal mit einem Actionfilm? Wetterkontrolle. Lass mal das. Ach, Mann. Film ansehen, Action, Wetter. Hier, hopp. So, auf. Und du gehst mitmachen. Auch Film ansehen. Action, Wetter. Hopp. Ja, geht zusammen gucken. Könnt ihr mal machen hier. Ach, dann. Mit Volker mitmachen. Hier, hopp. Geh, mach mit. Ja, du. Man könnte meinen, ich will sie quälen, Leute, oder? Ja, ihr guckt jetzt mal schön einen Film abends, wie sich das gehört. Madame ist immer noch mit dem. Reagenzien herstellen. Und du willst was malen. Okay, gut. Du hast ja nicht alles aufgeräumt, Junge. Okay, ich glaube, ich muss die Dame da oben auch mal befreien. Was machst du gerade? Gut, okay. Gut, nein, 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 nein. Stopp, stopp, stopp. Ach Gott, nee, hör auf. Es ist ein bisschen viel, was ich dir da eingegeben habe. So, du liest das Buch der mysteriösen Sachen. Nee, nicht spielen mit. Dann
erntest du mal schnell die Simoleons hier und dann Fitness. Fitness braucht Spaß. Macht Trainieren Spaß? Ja, komm, dann geh mal trainieren. Vielleicht hilft das. Und wenn nicht, müssen wir uns was anderes überlegen. Oder? Nee, ich habe eine Idee, womit du Spaß erstmal in die Backen kriegst. Nämlich hier mit. Hehehe. Wozu haben wir dieses Höllenteil, was uns auch noch Simoleons ausspuckt, ne? Das ist doch eine schöne Sache. So, und du bist am Malen. Ja, warum malst du nicht weiter? So, ihr macht das. Und was macht ihr zwei da? Oh nee, du willst jetzt nicht mit Serva spielen. Hallo, guck mal, dein Frauchen steht da. Das kannst du doch jetzt echt nicht bringen. Rede mal mit ihr über Hobbys, Bastelarbeit. Lang nicht mehr drüber gesprochen, ja? Genau. So, was möchtest du denn noch? Was spielen mit ihr? Genau, dann spiel doch mal mit ihr. Wie wär's mal wieder mit Händeklatschen? Ja. Und was hat sie denn für Wünsche? Gar keine solchen. Das ist halt immer das Problem. Ah, mir fehlt hier was, aber das gibt's demnächst. Demnächst. Demnächst haben wir ganz viele tolle Sachen. Ja. Ach, toll. Sie hat irgendwie so gar keine gescheiten Wünsche mehr. Was willst du jetzt? Moment. Sie schätzen. Das ist wunderbar. Ja, wie wäre es denn mal mit ein bisschen Rückenkraulen? Sie ist bestimmt sehr verspannt durch die ganze Arbeit und alles, das viele Nähen der Kleidung und alles. Das macht einen sehr verspannt und ja. So, was möchtest du dann noch? Unterhalten. Ja, das ist auch immer sehr schön. Dann kannst du ihr nochmal deinen Breakdance zeigen, den du extra geübt hast. Ja, gucke mal. Hehe. Bin ich nicht der Allerbeste? In diesem Alter noch so fit und alles, ne? Ja, so. Und was willst du jetzt? Kitzeln. Ei, dann komm her und kitzel sie. Hallo. Nee, halt. Ha, warum? Stopp. Was machst du schon wieder mit Serva? Lass Serva in Ruhe. Da, da, da. Kitzeln. Und dann, warte mal. Wie fit bist du? Wie fit bist du? Das passt doch wunderbar. Passe mal auf. Du kitzeln, dann, ein bisschen flirty. So mal kneifen und vielleicht auch mal romantisch umarmen und ein bisschen streicheln und vielleicht noch ein bisschen zärtlich knuddeln und dann entspannen. Das fände ich jetzt mal gut. Und du, Mädel, was auch immer du da vorhast, lass es sein. Du, Madame, hast gerade nichts zu tun. Dein Mann ist da am Malen. Du gehst mal dahin. So. So, du kannst da aufräumen, bitte. Ja, du. Und dann kannst du mit deinem Herrn und Meister noch ein bisschen was tun. Was Schönes, ne? Ich meine, Servo ist ja auch noch da. Geh mal hier hin. Und dann hab doch Servo mal noch ein bisschen lieb. So. Auch mal reden, ratschen und über Hobbys reden, Kunst und Handarbeit. Und ihr könnt euch auch mal wieder lieb haben. Ja, ich weiß, du willst schon wieder Tai Chi oder was machen. Würdest du bitte, nee, Quatsch. Würdest du bitte mitmachen wollen? Das wäre sehr, sehr nett. So, mal gucken. Aha, Stabber. Okay. So, warte mal, bevor hier weitergeht. Flirten. Wie wäre es mal mit Händchen halten? Dann könntest du sie mal kitzeln, dann könntest du wertschätzen, bewundern, ein bisschen feste drücken,
Küssen, tanzen, meinetwegen. So, mal gucken. Das sollte eigentlich als Voraussetzung Hey. reichen. So, komm, Madame, leg dich hin. Wir haben Zeit, es ist mitten in der Nacht und ich will noch was von dir. Ja. Die zwei sind auch gerade ganz doll dabei. So. Ach, und schon wieder ein Einspieler. Ja. Und stopp. Bei diesem Bild bleiben wir jetzt auch. Weil ich gerade während des Einspielers gesehen habe, dass mein Part zu Ende ist und ich nicht schon wieder so ewig überziehen will. So, ich bedanke mich also fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß an dem Part und wir sehen uns dann im nächsten wieder. Bis dahin, macht es gut, tschüss!